Bremen zu Beginn der 1960er Jahre. Der Stundenlohn eines Arbeiters beträgt durchschnittlich 4,15 Mark. Ein Pfund Butter kostet 3,80 Mark und ein Schoppen Bier 40 Pfennig. Die wirtschaftliche Situation ist stabil. Es scheint immer weiter aufwärts zu gehen. Man gutiert eine bürgerliche Behaglichkeit, die nicht belästigt werden möchte von Auschwitz und Majdanek. In der U-Bahn und der Sögestraße, den von alters her beliebten Einkaufsmeilen, kann man Fondue-Töpfe, Dunhill-Pfeifen plus Tabak mit Vanillegeschmack, das Kostüm von Chanel und feine Zuchtperlenketten erstehen. Hochhäuser bestimmen das Stadtbild ebenso wie der noch nicht restaurierte Schnorr. Billig mit dem Zug verreisen. Das Campen kommt bei Jugendlichen in Mode. Mit Zelt, Campingkocher und Gitarre ist man unabhängig von den Eltern und kann relaxen oder abhorten. Das Eigenheim mit kleinem Garten bietet Raum zu aktiver Erholung per Gartenarbeit oder zum Faulenzen per Liegestuhl. Traditionell geht es beim Borgfelder Schützenfest mit Umzug und Festzelt zu. Höhepunkt ist der Schießwettbewerb, bei dem der Schützenkönig ermittelt wird, der dann mit Schnaps, Bier und Blasmusik feierlich gekürt wird. Die Kirche spielt im Leben der meisten Familien und auch der Kinder und Jugendlichen eine große Rolle. Die Kleinsten gehen zum Kindergottesdienst. Bei den katholischen Kindern ist das Sakrament der Erstkommunion ein wichtiger Schritt auf dem Weg des Älterwerdens. Mit der Konfirmation werden die evangelischen Jugendlichen vollwertige Mitglieder ihrer Kirchengemeinde. Die Mädchen bekommen zu diesem Anlass häufig ihr erstes Festkleid, die Jungen ihren ersten Anzug. Auch die Konfirmation ist eine wichtige Instanz der Initiation der Jugendlichen, ihres Übergangs in die Welt der Erwachsenen. Aus der Kirche kommen zunehmend Klagen über die Sinnentleerung des Weihnachtsfestes, das zu einer Veranstaltung des Konsumrausches zu verkommen drohe. Trotzdem führen Kinder immer noch das auf, was sie können. Thank you.
private Filmaufnahmen der Proben zur Rudi Carrell-Show in der Bremer Stadthalle. Das Fernsehen wird zum wirklichen Massenmedium und bestimmt in vielen Familien die Samstagabendunterhaltung mit Stars und Sternchen von Margot Eskens bis Freddie Quinn. Beim bunten Abend im Partykeller kocht die Stimmung über. Liebe Beat-Freunde, nun ist es endlich soweit. In wenigen Sekunden beginnt die erste Show im deutschen Fernsehen, die nur für euch gemacht ist. Sie aber, meine Damen und Herren, die diese Beatmusik vielleicht nicht mögen, bitten wir um Ihr Verständnis. Es ist eine Live-Sendung mit jungen Leuten für junge Leute. Und nun geht's los. Ich heiße Gerd Augustin und hier möchte ich euch meine Kollegin Uschi vorstellen. Dankeschön. Hallo, liebe Freunde. Gerd und ich werden durch diese Sendung führen und versuchen, euch über das Neueste auf dem internationalen Beatmarkt zu informieren. Der Beat Club ist die Sendung für Jugendliche und in Beat Band Battles versuchen die Tornados aus Hamburg, die Crowds aus Frankfurt und die Rivets aus Bremen herauszufinden, wer am besten wie die Beatles spielt. Die Bremer Beat-Ikonen der Mushrooms und der Happy Times in ihrem Übungskeller, auf der Bühne und auf Tour zu diversen Beatschuppen. Zentrum der alternativen Szene ist die Lila Eule im Ostertorviertel, Treffpunkt auch der linken Schülerbewegung. Die geltenden Richtlinien über die SMV im Lande Bremen entsprechen nicht den Möglichkeiten einer demokratischen Schülermitbestimmung. Sie sind daher schnellstens abzulösen zugunsten einer neuen Besserungsregelung, an deren Ausarbeitung Schülervertreter teilnehmen müssen. Legendärer Auftritt des SDS-Führers Rudi Dutschke. Das System begreift immer mehr, dass wir gefährlich sind und wir haben die Absicht, noch gefährlicher zu werden. Im Januar 1968 erreicht der Dutschkeismus die Bremer Straßen. Aus Protest gegen eine 20-prozentige Tariferhöhung besetzen Jugendliche in der Innenstadt die Straßenbahnschienen. Der Senat reagiert kopflos. Draufhauen, draufhauen, nachsetzen, so die Parole des Polizeipräsidenten. Nachhaltiger allerdings ist der Kampf der unabhängigen sozialistischen Schülerbewegung für eine Reform des Schulwesens. Auch hier soll der Muff von 1000 Jahren endlich verschwinden und die Solidarität mit dem Kampf des vietnamesischen Volkes gegen den US-Imperialismus ist in Bremen wie überall Symbol der Zeit. Das war später, in den 60er Jahren, dann ganz anders. Da hatten wir waren unsere Kinder inzwischen in dieses Jungerwachsenen, Adoleszentenalter gekommen. Und die fochten einen intensiven Kampf aus, so kann man es wohl sagen, gegen die Autorität. Gegen Autorität überhaupt. Und ganz besonders auch gegen ihre Eltern, die ja über das, was hast du gemacht, wo warst du, was hast du gesehen, außer sich waren, dass die Eltern schwiegen oder vorwiegend schwiegen. Und sie versuchten sich also ihre Informationen zu beschaffen. Ich sehe also diese 60er Jahre vor allen Dingen als eine Abwehr von vorgegebener Autorität. Und die Autorität selber, in der Tat, war brüchig. In der Lila Eule wird weiter gerockt.
Zum Ende der 60er Jahre werden die Gitarren-Soli ebenso länger wie die Haare. Gesellschaftlich stehen die Zeiten auf Veränderung. Viele Jugendliche grenzen sich in ihrem Lebensstil von der Elterngeneration ab, hören laute Musik, lassen sich die Haare nicht mehr schneiden und stellen unbequeme politische Fragen. Doch daneben und eigentlich dominant gibt es den kulturellen Mainstream. Das Golden Gate Quartett in der Stadthalle, Catchen, die Revue Holiday on Ice, das Sechstagerennen mit Bratwurst und Bier. Ein Privatfilm über die legendären Hell Drivers. Wir zeigen Ihnen in Bild und Ton die tollste Autoschau der Welt. Die Todesfahrer aus Kanada, zum ersten Mal in Deutschland, zum ersten Mal im Hansa-Stadion in Bremen. Hier sehen Sie, wie diese Männer mit einem Auto umgehen. Allerdings möchten wir Ihnen und Ihrem Auto eine Nachahmung nicht empfehlen. Die sechste Jahreszeit in Bremen beginnt. Und so swingt Bremen in den Roaring Sixties mit Geisterbahn, Riesenrad, Krake, Rotor und Achterbahn auf dem Freimarkt. Politik und Subkultur vermischen sich in den späten 1960er Jahren zu einem eigenen und eigenwilligen Lebensstil. Der aus Paris importierte Flohmarkt, in Bremen 1968 zum ersten Mal rund um den Roland organisiert, ist Bestandteil dieser Jugendkultur. Hier gibt es Antikes und Skurriles, Witziges und Schund, Platten und Klamotten, Bilder und Präservative, Altes und Neues. Die Hansa-Welle von Radio Bremen ist live mit dem Bremer Kaffeepott dabei. Politische Paraphernalia von rechts bis ganz links werden feilgeboten. Stadtindianer ist auch da. Das Ostertor entwickelt sich zum alternativen Szeneviertel.
Neue Lebensformen will man hier ausprobieren.